Was geht ab, Leute? Nuddel.Games hier. Willkommen zu einer weiteren Wochenvorschau, wo ich erzählen werde, was ich letzte Woche so gezockt habe und was die Woche noch so kommt. Und wie immer fangen wir natürlich mit letzter Woche an. Ich habe letzte Woche Orcs Must Die 2 mit meinem Kollegen gezockt und muss wirklich sagen, Orcs Must Die 2 ist wirklich sehr cool, macht wirklich sehr viel Spaß. Man kann das wirklich so... wie kann man das bezeichnen, das Spiel? Ich würde sagen, Tower Defense als Third-Person-Shooter. Das ist wirklich genial, wie ihr da eure Fallen aufstellt und ihr könnt Bogenschützen oben platzieren. Und Gegnerströme natürlich von vorne raus, die Orks, da kommen Feuer, Oger und riesige Gnolljäger. Aber es hat wirklich Spaß gemacht, gerade der Koop-Modus, der ja im ersten Teil wirklich gefehlt hat und jetzt im zweiten Teil dabei ist, ist wirklich der absolute Hammer. Ich persönlich muss aber sagen, dass jetzt auf dem normalen Schwierigkeitsgrad das Spiel super einfach wird. Sicher, am Anfang sind die Level super einfach und dann werden die natürlich immer schwerer. Aber wenn ihr das zusammen mit einem Kollegen zockt, dann ist es wirklich übelst leicht und ihr rusht einfach nur so durch. Natürlich gilt das jetzt für den normalen Schwierigkeitsgrad und der leichte Schwierigkeitsgrad, da braucht man gar nicht drüber reden. Jetzt habe ich nur Nightmare freigeschaltet. Weiß nicht, ob ich das spielen werde, mal gucken, vielleicht. Weiß ich noch nicht. Aber eins kann ich sagen, Orcs Must Die 2, gar nicht mal so teuer, kostet glaube ich nur 14, 15 Euro und macht wirklich eine Hölle Spaß. Wir haben es nämlich mal so gespielt, ihr habt da natürlich verschiedene Fallen und so. Ich werde dazu aber wahrscheinlich noch eine Review machen, um da ein bisschen besser drauf eingehen. Ihr habt verschiedene Fallen in dem Spiel und ihr müsst halt verhindern, dass die Orks halt wie bei Tower Defense halt in den Spalt vorrücken. Ihr habt dann 30 Leben und wenn 30 Orks oder 30 fliegende Viecher da durchkommen, ist das Spiel natürlich vorbei. Game over. Ist uns aber nie passiert, aber ich denke, auf dem Nightmare-Schwierigkeitsgrad kann es passieren. Wir haben das natürlich so gemacht, dass wir vorne, habt ihr ja vielleicht gesehen, wenn nicht, mache ich die Links alle nochmal in die Beschreibung. Wir haben unten auf dem Boden, oder mal später kann man das natürlich auch upgraden, haben wir an den Wänden Flammenwerfer platziert, die Zauberin hatte da solche Säurefallen, ich hatte meine Pfeilwände, wir haben Bogenschützen aufgestellt und das war wirklich relativ effektiv, kann man sagen. Wichtig ist natürlich in dem Spiel, dass ihr Kombos macht, das heißt mehrere Fallen miteinander kombinieren und dann einfach draufballern und mächtig Schaden damit machen. Wir haben, denke ich, einen guten Mix gehabt, aber ich denke, der Mix, der kann immer weiter verbessert werden. Und was natürlich sehr praktisch ist, das fand ich aber im ersten Teil ein bisschen praktischer als im zweiten, der Windgürtel ist wirklich sehr wichtig, habe ich ein bisschen zu spät gekauft, weil ich das Gefühl hatte, es gab nicht so viele Gruben und nicht so viel, Lava-Gruben auch, wo man die Gegner halt reinschubsen kann. Das ist wirklich sehr praktisch, ihr könnt mit dem Windgürtel halt die Gegner wegstoßen und wenn da wirklich ein Haufen Gegner stehen, könnt ihr die alle in die Lava knallen, das ist wirklich genial, das habe ich im ersten Teil nur gemacht. Gibt natürlich kaum Kombo-Punkte, ist klar. Gibt euch nur ein bisschen Kohle, um Fallen aufzubauen, aber wenn wirklich ein Haufen Gegner vor euch stehen und ihr pusht die einfach in die Lava, ist das absolut genial, macht auch riesen Spaß. Ja, wie gesagt, ich werde mal ein bisschen genauer darauf eingehen, Review sollte auch bald kommen und ja. Was habe ich noch gezockt? Transformers, Fall of Cybertron, die Demo kam vor kurzem hoch und eigentlich ist das Spiel genauso wie War for Cybertron, was vor 2 Jahren rauskam, habe ich auch damals gezockt, war ziemlich cool und ja, ich bin eigentlich gespannt auf Fall of Cybertron, ich werde es natürlich auch zocken. Sollte also ein riesen Spaß eigentlich werden, freue mich da auch eigentlich schon drauf. Transformers natürlich, ich gucke das schon seit ich klein bin, die Serien und ich muss aber ehrlich sagen, die Kinofilme, ich weiß, viele werden sagen, oho, wie kann er sowas sagen, aber ich sag's einfach, die Kinofilme sind scheiße. Ohne Mist, die sind einfach halt Hollywood-Action-Produktionen groß gemacht und ist einfach nichts für mich. Ich denke, die hätten sich da viel mehr an die Serie halten müssen. Aber das ist meine Meinung, meine persönliche Meinung. Ihr könnt natürlich jetzt komplett ausrasten und schreien und was nicht alles, aber das ist meine Meinung. Jeder hat natürlich eine andere, ist ganz klar. Was kann ich zum Spiel sagen? Das ist eigentlich genauso wie ich gerade gesagt habe, wie War for Cybertron. Ihr könnt euch natürlich wieder verwandeln. Man hat in der Demo Bumblebee gespielt, was auch wirklich sehr cool ist. Der konnte aber komischerweise nicht sprechen, weil irgendwie sein Soundchip deaktiviert wurde beim riesigen Angriff von Megatron. Auch wirklich sehr cool. Natürlich Autobots, Decepticons, alles natürlich wieder dabei. Ja, die läuft durch die Level und Bumblebee kann sich natürlich in so ein Auto verwandeln, könnt dann halt boosten, ihr schießt euch dadurch, habt riesige Raketen, die ihr abfeuern könnt auf riesige Viecher. Macht auf jeden Fall Spaß, ist ein netter Shooter, ist natürlich jetzt nichts unglaublich Großes, aber die Produktion des Spiels macht wirklich Laune, kann man eigentlich sagen. Die Grafik macht einiges her, ich finde, die haben sie sogar ein bisschen verbessert. Ich denke, es ist auch die gleiche Engine, aber vielleicht ein bisschen aufgebaut. Ich fand die Grafik irgendwie ein bisschen knackiger, weiß ich nicht warum, aber ich denke, da wird sich nicht viel tun. Ihr konntet einmal die Decepticons spielen. Andersrum, wir konnten einmal die Autobots spielen und einmal die Decepticons, wie gesagt, Bumblebee. Oh, jetzt habe ich den Namen vergessen von dem Shit. Auf jeden Fall konntet ihr mit einem Decepticon spielen, der konnte halt fliegen. Der hat sich erst in so einen Helikopter verwandelt und wenn ihr den Boost gemacht habt, dann hat er sich in Jet verwandelt. Wirklich sehr cool, wie ihr durch die Level fliegt. Die Level sind auch wirklich genial aufgebaut, muss ich sagen. Da habt ihr so,
soll ich sagen, riesige Zahnräder und so riesige Maschinen fliegt hier drüber und solche Sachen. Wirklich sehr cool. Ich denke, alle Stars sind wieder vertreten. Optimus Prime hat man da gesehen. Und auch viele, viele mehr, die euch da helfen werden. Absolut genial, kann ich nur sagen. Also ich freue mich schon auf Let's Play. Es wird einen Haufen Spaß machen. Es wird absolut genial. Den Multiplayer-Modus konnte man wie in der Demo von War for Cybertron damals auch zocken, habe ich auch gemacht. Ich habe nicht alle Klassen gespielt, habe wahrscheinlich vorher noch ein paar Videos dazu zu machen. Macht auf jeden Fall vollkommen Spaß, ist genauso wie der Singleplayer, kann man einfach sagen. Tut sich nicht viel, ballert euch da komplett durch, könnt euch in die Autos verwandeln, da gibt es keine Abweichung. Wo es aber Abweichung gibt, Klassen. Da gibt es Klassen, das ist wirklich absolut genial. Ihr habt da zum Beispiel so einen richtig schweren, den habe ich am Anfang genommen, der schießt halt diese riesigen Raketen. Weiß jetzt nicht, ob das ein spezieller Transformers war von den Autobots oder Decepticons, keine Ahnung, oder ob das eigens erstellt wurde, schon lange nicht mehr verfolgt. Aber wie gesagt, ihr habt da so einen Panzer, der Infiltrator ist halt ein bisschen schneller, mit so einer Shotgun unterwegs. Und ich muss wirklich sagen, der mit dem Panzer, der schwere Schütze, der macht wirklich super viel Schaden, aber der trifft mit seinen Raketen wirklich kaum. Da müsst ihr super präzise sein, und ich habe wirklich die ganze Zeit daneben geschossen. Ist klar, wenn man es lange nicht gespielt hat, die Übung fehlt. Aber ich denke, der kann wirklich ziemlich stark werden im Multiplayer-Modus. Aber ich finde den Infiltrator im Moment sehr geil, weil der kann einfach nach vorne preschen. Er schießt direkt mit seiner Shotgun euch komplett ins Gesicht. Ihr könnt da kaum abhauen, kaum drauf wahrscheinlich auch reagieren. Und das macht einfach eine Hölle Spaß für mich. Also ich habe den Infiltrator gerne gespielt und ich denke, ich werde den auch noch in der Vollversion spielen, wenn die dann rauskommt. Ja, was wird diese Woche noch kommen, ist natürlich wieder die große Frage. Diese Woche kommt natürlich noch gar nichts raus an Spielen. Erst nächste Woche haben wir Sleeping Dogs und Darksiders 2. Beide Spiele werde ich natürlich zocken, freue mich schon riesig drauf. Eine Menge auch drüber gehört. Darksiders 2, der erste Teil war schon der absolute Hammer und der zweite Teil wird natürlich auch wieder super. Sleeping Dogs kann man sagen, ist GTA in Hongkong. Will ich aber ehrlich gesagt nicht, weil da gibt es wirklich so Sachen, die unterscheiden sich natürlich ein bisschen. Sicherlich, ihr habt eure Karte, ihr fahrt ein bisschen durch die Gegend und haut eigentlich alles kaputt, was euch da in die Quere kommt. Aber ich denke, die werden da sicher noch so ein paar Twists eingebaut haben, dass es wirklich nicht so stark an GTA erinnert. Aber ich freue mich schon drauf, es soll wirklich cool sein, sehr vielversprechend. Und mal gucken, was uns so erwarten wird. Ich werde natürlich ein ganzes volles Let's Play und ein Review dazu machen. Genauso wie zu Darksiders 2 und Ende des Monats haben wir noch natürlich Transformers, Fall of Cybertron und Guild Wars 2, ganz wichtig. Also da freue ich mich schon riesig drauf. Zu Guild Wars 2 würde ich eine richtig lange Strecke machen. Das heißt, wenn wir wieder Downtime haben oder so, werde ich wirklich die ganze Zeit Guild Wars zocken, dass ihr wirklich dauerhaft versorgt seid mit Videos. Ich werde verschiedene Klassen spielen, ich werde darauf eingehen. Aber am Anfang werde ich mich erstmal auf meinen Ingenieur konzentrieren. Ich werde einen Char-Ingenieur spielen, da freue ich mich auch schon drauf. Der Ingenieur ist einfach genial, also falls ihr den gespielt habt, mir hat der riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr kriegt natürlich später noch so riesige Wummen, das wäre absolut geil. Ich habe gesehen, man kann dann Flammenwerfer haben und so. Absolut genial, ich mag den Ingenieur. Ein guter Kollege von mir wird wahrscheinlich den Guardian spielen oder wahrscheinlich einen Jäger. Mal gucken, vielleicht, dass er mal tankt oder so und ich stehe ja im Hintergrund, mache den Schaden. Wird man sehen, wie das so ist, aber ich spiele auf jeden Fall einen Char-Ingenieur. Lasst mich mal wissen, falls ihr Guild Wars 2 zockt, was ihr so spielt an Klassen oder an Rassen. Und ja, ich freue mich auf eure Antworten. Ja, was kommt diese Woche? Ich habe vor, mit euch diese Woche ein bisschen Battlefield 3 zu zocken und Modern Warfare 3. Ich habe das schon letzte Woche gesagt, aber dann kam Orcs Must Die 2 raus und halt die Demo zu Transformers. Da habe ich mir gedacht, okay, dann zeige ich das lieber, warten wir noch ein bisschen damit. Aber ich werde jetzt ein Event erstellen in Steam. Das heißt, jeder, der Modern Warfare für einen PC hat, kann damit mit zocken. Und dann werde ich noch eine erstellen, Modern Warfare ein so ein Event für die Xbox-Version. Ich habe nämlich beide Versionen, also sollte das kein Problem sein. Das werden wir dann auf jeden Fall zocken. Und natürlich Battlefield 3, falls ihr Bock drauf habt. Je nachdem, mal schauen. Ich habe auch noch vor, ein paar andere Spiele zu spielen. Wahrscheinlich ein paar alte Spiele mit einem guten Kollegen von mir, den ihr auch in Orcs Must Die 2 gehört habt. Ja, mal gucken, was sich da so ergibt. So alte, richtig alte Koop-Spiele, die ich damals gezockt habe, als ich noch klein war. Und ja, mal gucken. Irgendwas wird uns schon dann noch einfallen, wenn wir die eine Woche rumkriegen können. Sollte auf jeden Fall noch spaßig werden bis zu Darksiders 2 und Sleeping Dogs. Und ja, wirklich viel und gesagt in der Wochenvorschau und schon wieder. Ja, ich alber jetzt rum, aber wie gesagt, das kommt alles noch, was ich euch jetzt gesagt habe. Und die Woche müssen wir halt einfach noch rumkriegen mit viel Multiplayer. Werdet ihr die Chance auf jeden Fall haben, mit mir zu zocken. Das ist absolut kein Problem. Ich habe schon einige Kommentare gekriegt, oh, du sagst immer, du zockst und so, mach das gar nicht. Natürlich, ich will es immer wirklich machen, nur kommen dann halt immer Spiele raus,
die ich dann halt spielen will, um euch die zu zeigen, weil ich die auch wirklich super geil finde und ich mache gerne davon Let's Plays. Und dann schiebe ich das immer so ein bisschen nach hinten und dann sagen die meisten, oh, du machst das gar nicht. Aber diese Woche habe ich es wirklich ernst vor, das heißt, ich werde ein Event erstellen, auch zu einer Zeit, wo möglichst viele da sind natürlich. Ihr könnt mir dann auch in den Kommentaren schreiben, weil es euch am besten passt. Einmal die Xbox-Version zu Modern Warfare 3 und einmal die PC-Version und Battlefield nur auf dem PC. Das wird diese Woche noch kommen, wie gesagt, noch vielleicht noch ein paar Koop-Spiele oder so. Ja, ich freue mich auf jeden Fall riesig drauf. Die übernächste Woche wird der absolute Knüller werden mit Darksiders und Sleeping Dogs. Dann natürlich Guild Wars und nächsten Monat. Ich werde wahrscheinlich ein paar Kollegen sogar dabei haben. Nächsten Monat im September Tekken Tag Tournament 2. Oh ja, ich bin ein riesiger Tekken-Fan, spiele es auch schon seit ich klein bin. Ich habe es zum ersten Mal irgendwie im Real gesehen. Da waren ja damals immer Playstations und so aufgebaut. Und ich war hin und weg. Ich habe es dann gezockt beim Kollegen immer. Und ja, absolut genial Tekken. Ich bin ein riesiger Tekken-Fan und ich bin auch ein ich mag Street Fighter auch, sagen wir es mal so. Street Fighter ist ziemlich cool, aber ich bin eher ein Tekken-Fan. Ich bin mit Tekken irgendwie groß geworden und ich spiele es wirklich schon seit Jahren. Ich habe auch alle Tekken-Teile von PlayStation 1 bis PlayStation 3 oder jetzt eher auf der Xbox. Ich habe es gar nicht für PlayStation 3. Schon komisch, wie die Zeiten sich ändern. Ich hätte mir damals nie gedacht, dass irgendwie Tekken oder so mal auf einer Xbox-Konsole rauskommt, aber ja, ich habe es mir für die Xbox geholt und genauso gut wie die PlayStation-Version. Bei der PlayStation-Version finde ich, dass die der Online-Modus ist halt nicht so gut, dass da mal so Lags auftreten, habe ich oft gehört. Aber das ist absolut kein Ding. Ich hatte dazu derzeit nämlich noch keine PS3, also habe ich es mir für Xbox geholt und das tut überhaupt nicht weh, ist kein Abriss oder so. Und es werden natürlich noch viel mehr Spiele kommen. Ich sag's ja immer wieder, Modern Warfare, Halo, Assassin's Creed 3, alle Spiele werde ich natürlich noch zocken. Und ich freue mich da schon riesig drauf und ich hoffe natürlich, ihr seid dabei. Ja, das war es erstmal soweit für die Wochenvorschau. Ich habe ein bisschen jetzt lange geredet, würde ich sagen, und wie gesagt, alles, was ich so erzählt habe, kommt auf jeden Fall noch. Ihr habt die Chance, auf jeden Fall mit mir zu zocken jetzt diese Woche. Sollte auf jeden Fall super cool werden. Vielleicht ein paar Koop-Geschichten. Und ja, ich hoffe, ihr seid dabei. Freut euch schon mal drauf. Wird auf jeden Fall noch eine Menge kommen. Hier wird immer was los sein. Reviews und natürlich viel, viel mehr Gameplay. Und ja, das war's jetzt mal für die Wochenvorschau, Leute. Wir sehen uns dann zum mehr Gameplay. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Und ja, wir sehen uns später. Macht's gut, Leute. Bye.